Hallo zum neuen Video. Heute geht es mal um was völlig Neues. Ich habe hier Holzbohrer der Marke Presch. Und zwar handelt es sich hierbei um das achteilige HSS Cobalt Set. Und alles, was du dazu wissen musst, erfährst du direkt nach dem Intro. Ja, Bohren ist ja immer ein Thema in jeder Werkstatt. So müssen wir ab und zu in Stein bohren. Wir müssen natürlich auch mal in Metall bohren, aber natürlich auch in Holz. Und wir fragen uns natürlich immer, reichen da die günstigen Bohrer aus? Sollten wir im mittelpreisigen Segment ansiedeln oder sollten wir extrem hochwertige Bohrer für unsere Heimwerkstatt anschaffen? Vielleicht ist dann diese Marke für euch genau die richtige, denn die bieten alles rund um den Bohrer an, haben auch Handwerkzeuge im Sortiment. Heute soll zunächst erstmal um dieses achteilige Holzbohrerset gehen. Das Besondere an diesem Set ist, dass wir hier eine HSS-Kobalt-Legierung haben. Steht hier oben auch mit drauf. Das verspricht natürlich besondere Langlebigkeit. Was die Bohrer sonst noch können, erzähle ich euch gleich. Kosten tun die Bohrer etwa 35 Euro, verlinke ich euch natürlich unten auch in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch dann den tagesaktuellen Preis auch abrufen. Ich verlinke euch auch mal den Hersteller-Shop. Da könnt ihr euch dann vielleicht ein bisschen über den Hersteller schlau machen. Ich kann euch sagen, das ist ein norddeutsches Unternehmen, sind jetzt schon ein paar Jahre am Markt, gelten dennoch als Startup. Und die haben sich zur Aufgabe gemacht, überragende Funktionalität, beeindruckende Ergonomie, ausgezeichnetes Design und einzigartiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Das hört sich also alles schon mal sehr, sehr vielversprechend an. Die Hauptzielgruppe betrifft hier Handwerker und gewerbliche Kunden, aber auch ambitionierte Heimwerker stehen hier im Mittelpunkt. Ich denke mal, für 35 Euro kann man bei so einem Set nichts falsch machen. Wir werden das natürlich gleich auch alles mal ausprobieren. Wir schauen uns hinten mal die Verpackung an. Auf der Verpackung finden wir noch eine Bohrtabelle und ihr seht auch schon, welche Bohrer hier alle enthalten sind, nämlich die Größen 3, 4, 5, 6, 8 und 10. Und ihr seht schon, wir haben hier eine Drehzahltabelle, welche Drehzahl wir bei welchem Bohrerdurchmesser und welchem Werkstoff dann verwenden müssen. Oder sollten vielmehr. Ich kann euch auch noch meine gesonderte Bohrtabelle verlinken. Die hat mir bisher immer sehr gut weitergeholfen. Findet ihr dann auch unten in der Videobeschreibung. Ja, die Bohrer sind hitzebeständig bis 650 Grad, sind nach DIN 338 zertifiziert und können wie gesagt zum Bohren von Weich- und Harthölzern benutzt werden. Spanplatten sind kein Problem, Hartfaserplatten und zum Dübellochbohren sind sie auch geeignet. Schauen wir uns die Bohrer mal genauer an. Ich mache diese Kassette mal auf. Ist natürlich schön, dass so eine Kassette auch dabei ist. Dann bleiben die natürlich immer an Ort und Stelle. Schaut euch das mal an. Unten stehen hier die Größen drauf. Wir haben hier 10, 8, 8, 6, 6, 5, 4, 3 von den hauptverwendeten Bohrern. Das dürften immer 6er und 8er sein. Sind jeweils zwei enthalten. Dann schauen wir uns hier mal die Spitzen an. Wir haben hier einmal die Zentrierspitze. Die ist wirklich extrem spitz gehalten. Und wir haben an den Seiten, das seht ihr, deswegen sagt man auch, die haben so eine C-Form. Da haben wir Vorschneiden mit dran. Das begünstigt natürlich das ausrissfreie Arbeiten in Hartholz und auch in Weichholz. Ihr kennt das so, wenn ihr mit günstigen Bohrern irgendwie reinbohrt, dann ist es so, dann fransen da die Seiten aus, dann müssen wir nochmal ein bisschen mit Schmirgelpapier rangehen oder irgendwas und das dann nochmal nacharbeiten. Das soll hier eigentlich nicht der Fall sein. Wie gesagt, werden wir das Ganze hier nochmal ausprobieren. Schauen wir uns hier mal die Spirale an. Die soll ja die Späne dann nach außen befördern. Die ist recht flach gehalten und recht steil. Wir werden gleich mal ausprobieren, inwieweit das Ganze hier funktioniert. Ich kann euch mal günstige Bohrer zeigen. Ich habe hier nochmal welche von Bosch. Die sehen so aus. Wir können das ja mal direkt vergleichen. Macht jetzt schon erstmal auf den ersten Blick nicht wirklich einen riesigen Unterschied. Aber ich hatte diesen Bosch-Bohrer ja schon mal vorgeführt und das war einfach nicht gut damit zu arbeiten. Wir können das gleich mal gegeneinander laufen lassen. Ich zeige euch nochmal einen ENT-Bohrer. ENT sieht dann im Vergleich so aus. Hat natürlich auch Vorschneiden und die meisten von euch werden die schon mal im Einsatz gesehen haben. Ich würde sagen, wir vergleichen das jetzt mal. Ich hole mal Holz rein, spanne die mal ein und dann werden wir mal einen Vergleich anstellen. So, ich habe jetzt den 10er Bohrer einmal eingespannt in meine Tischbohrmaschine, die PVD40. Die habt ihr schon öfteren gesehen. Ich habe jetzt hier so einen Zaunpfosten. Ich glaube, das ist Kiefernholz, kann auch Fichte sein, keine Ahnung. Wer es genau weiß, der kann es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall handelt es sich dabei um Nadelholz, also Weichholz. Und wir probieren jetzt mal aus, mit 650 Umdrehungen pro Minute hier mal reinzuschneiden. So, schauen wir uns das mal an.
Schaut mal, das ist jetzt hier wirklich ausrissfrei und tatsächlich sehr, sehr sauber. Das ging auch wirklich rein wie Butter. Wir können das jetzt mal mit Siebdruckplatte ausprobieren. So, schauen wir uns das Loch mal an. So sieht das dann aus. Wirklich sehr, 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 sehr sauber. Wenn ihr euch den Rand hier mal anschaut, das ist schon wirklich beeindruckend. Da gibt es also wirklich nichts dran auszusetzen. Ich markiere diese Löcher jetzt mal. Ich schreibe da mal ein P drüber. So, jetzt probieren wir mal beschichtete Platte aus. So, schaut euch das Loch mal an. Da haben wir ganz minimalste Ausrisse. Das kommt natürlich auch auf die Größe des Bohrers so ein bisschen an. Aber wenn wir uns das hier oben mal so ein bisschen betrachten, vielleicht hätte ich noch mal etwas langsamer bohren sollen. Ich werde es noch mal ausprobieren. So, schaut mal, das ist der Vergleich hier von den beiden Löchern. Das obere ist jetzt wirklich ausrissfrei. Ganz, ganz minimalst, wirklich. Sieht man eigentlich nicht. Also je langsamer ihr hier den Vortrieb generiert, vielleicht noch in der Drehzahl ein bisschen weiter runter geht, dann bekommt ihr hier auch ausrissfreie Löcher, auch in beschichteter Platte hin. Wir probieren mal Buchenholz. Also ich muss wirklich sagen, wenn ich das hier herunterfahre und ins Material eintauche, ich merke eigentlich überhaupt gar keinen Widerstand. Das finde ich sehr, sehr beachtlich. Schaut mal, Buchenholz, erwartungsgemäß sehr, sehr gut geworden auch. Jetzt probieren wir mal die ENT-Bohrer im Vergleich dazu aus. Ich mache jetzt hier mal ein P drauf, dass wir auch wissen, um was es hier geht. Ich denke mal, die meisten von euch werden tatsächlich hier als Maßstab die ENT-Bohrer setzen, weil man die ja nun auch auf anderen Kanälen auch sieht und damit eigentlich immer alle zufrieden sind. Ich im Übrigen auch. Ja, man sieht auf jeden Fall einen Unterschied schon alleine in der Späne. Die Späne von dem Preschbohrer ist etwas feiner, die vom ENT-Bohrer ist etwas gröber. Das heißt, er geht etwas aggressiver ins Material, was nicht unbedingt immer gut ist. Wir hatten ja schon mal einen Akkuschraubertest hier, wo wir dann reingebohrt haben. Und dann hat er sich dann so verkeilt, dass ich den dann kaum noch rausbekommen habe. Und der Akkuschrauber hatte dann abgeschaltet. Also der war dann sehr, sehr aggressiv im Material. Schauen wir uns das hier im Vergleich mal an. Der hat jetzt ein bisschen Späne hier dran gelassen. Schreiben wir hier mal ENT drüber, dass wir das hinterher dann auch noch vergleichen können. Das ist jetzt auch nichts Wildes, das kriegt er dann auch mit ein bisschen, wie gesagt, wenn er hier mit dem Fingernagel einmal rüberfahrt, dann ist das auf jeden Fall auch weg. Nehmen wir jetzt mal hier beschichtete Platte mit dem ENT-Bohrer. Probiere jetzt mal genauso langsam reinzufahren, wie ich das eben auch probiert habe. So, schaut euch das mal an. Haben wir auch ganz minimalste Ausrisse. Könnt ihr selber vergleichen. Das ist so wie das erste Ergebnis hier von den Preschbohrern. Beschichtete Platte ist natürlich immer ein extremes Problem. Das kennt ihr sicherlich auch von eurer Kreissäge her. Wenn ihr da mal schneiden wollt, dann platzt natürlich immer irgendwie ein bisschen was ab. Man kann das natürlich ein bisschen minimieren, indem man hier vielleicht noch ein bisschen Klebeband drüber klebt und dann reinbohrt. Wenn ihr da die Möglichkeit habt, dann könnt ihr das vielleicht auch mal ausprobieren. So, dann Siebdruckplatte.
Hier das gleiche Phänomen, dass wir hier so ein paar Späne dran stehen haben. Hier oben ist die Preschbohrung und hier ist die ENT-Bohrung. Probieren wir es mal in Weichholz aus. Ihr seht, dieser ENT-Bohrer, der geht da wirklich sehr, sehr aggressiv rein. Das hört man auch, den Unterschied. Und auch hier in Weichholz haben wir leichte Späne. Und ich muss auch sagen, der Bohrer ist auch wirklich recht neu. Den habe ich vielleicht ein, zwei Mal schon verwendet. Ich denke mal, das soll jetzt hier kein Ausschlusskriterium sein, aber der Vollständigkeit halber sage ich das nochmal mit dazu. Jetzt probieren wir mal den günstigen Bosch-Bohrer. Ne, so günstig war der jetzt auch nicht, aber ich sage immer günstiger Bosch-Bohrer. Spannen wir den jetzt hier mal ein. Machen wir noch ein E drauf und darüber schreiben wir ein B. So und los geht's. Ihr seht, auch hier sind die Späne ganz unterschiedlich. Hier bleibt auch eine Menge am Bohrer direkt haften. Das muss ich dann mühevoll hier wieder rausmachen, ohne dass ich mich schneide. Also das sind meine Erfahrungen, die ich hier schon lange gesammelt habe mit diesen Bosch-Bohrern. Da bin ich also absolut nicht mit zufrieden. Da steht ein vernünftiger Name drauf, dann kann man eigentlich auch vernünftige Ergebnisse verlangen. Aber man sieht, hier haben wir auf den ersten Blick etwas ausrissfreiere Ränder. Man muss natürlich auch beachten, dass hier an dieser Stelle schon ein paar Ausrisse stattgefunden haben. Das heißt, hier sind wir dann schon etwas flacher. Wir haben hier also auf jeden Fall nicht so ein sauberes Loch wie bei den Preschbohrern. So, dann probieren wir mal Siebdruckplatte aus. Also da muss ich wirklich dolle drücken, damit hier überhaupt Vortrieb kommt. Das ist, weiß ich nicht, ob das vorher nicht ausprobiert wird oder ob das so sein muss. Ich weiß es nicht, sagt ihr es mir. Wir haben hier ganz deutliche Ausrisse auf jeden Fall. Die Ränder sind sogar schon so ein bisschen beschädigt. Nicht nur, dass wir Ausrisse und Späne haben, sondern dass die Ränder auch wirklich sehr, sehr ausgefranst wirken. Wenn wir uns hier mal ENT dagegen angucken, gut, da haben wir einen großen Span. Und wenn wir uns Presch angucken, da hängt auch an der linken, an der unteren Seite so ein bisschen Späne mit dran. Da seht ihr mal, wie schwierig das ist, überhaupt so Plattenwerkstoffe zu bearbeiten. Jetzt bin ich natürlich mal auf beschichtete Platte gespannt, wie das da aussieht. Völlig inakzeptabel. Das sieht aus, wie wenn ich mit einem günstigen Fliesenbohrer in irgendeine Fliese gebohrt habe. So darf das einfach nicht aussehen. Wenn wir da die anderen beiden Ergebnisse mal vergleichen, hier den Presch, wo ich langsam gebohrt habe, hier den ENT, wo ich langsam gebohrt habe, das ist alles wirklich super hinnehmbar, aber das sagt ihr es mir. So, mache ich den einmal wieder sauber hier so ein bisschen und dann gucken wir uns mal das Ganze in Buchenholz an. Na, wollen wir auch ein bisschen hier an der Seite ran. Ihr habt gehört, was ich hier für Kraft aufwenden muss. Das hört man schon an der Maschine selbst und am ganzen Bohrgeräusch. So, schauen wir uns das mal an. Das ist wiederum recht okay. Wir haben auch ein bisschen Spanausriss an den Seiten, aber an den oberen Bohrer, wo das P dran steht, also an den Presch, kommen wir hier nicht heran. So, jetzt würde ich meinen Ausdauertest probieren wollen. Ich werde jetzt hier die Platte mal mit Löchern versehen und dann gucken wir mal, was das letzte Loch hier an Qualität uns noch bietet. Das ist natürlich jetzt der Preschbohrer.
So, das waren jetzt genau 100 Löcher. Ich habe hier einiges an Späne. Schaut euch mal das letzte Loch an. Das ist noch genauso wie beim ersten Mal. Einwandfrei. Ich denke mal, wenn man 100 Löcher in Hartholz gemacht hat, schaut euch hier mal die anderen Löcher an. Da ist auch nichts dran zu beanstanden. Manchmal, wo ich richtig dolle reingetaucht bin, ich habe das ja jetzt teilweise ein bisschen schnell gemacht. Da haben wir dann natürlich ein bisschen Rand. Aber wenn wir in normaler Geschwindigkeit hier eintauchen, denke ich mal, seht ihr hier am letzten Loch, wie die Qualität hier ist. So, gucken wir uns das einmal noch in beschichteter Platte ein. Ich werde hier auch noch mal eins reinbohren. Schaut euch hier mal an. Das ist einwandfrei. Gucken wir uns hier nochmal das Boschloch an. So soll es nicht sein. Damit kann man auf jeden Fall sehr gut leben. Und wer dann noch Ausrisse vielleicht mehr vermeiden möchte, der kann es nochmal abkleben. Ihr habt die Bohrer jetzt alle im Einsatz gesehen. Ich denke mal, das Ergebnis hat hier für sich gesprochen. Es ist immer ein bisschen besser, wenn man da auch Ergebnisse sieht, als wenn man einfach nur über die Technik hier redet. Technik haben wir auch besprochen, was hier alles Usus ist. Die haben hier eine 5% Kobaltlegierung, damit sind sie wirklich sehr standfest. Was die Standzeit generell betrifft, kann ich euch so noch nicht sagen. Wie gesagt, ich habe die Sets jetzt auch erst neu bekommen. Ihr werdet die sicherlich hier noch häufiger im Einsatz sehen. Speziell wenn ich neue Akkuschrauber bekomme, dann werde ich die dann natürlich auch mal wieder zum Einsatz bringen. Ich verlinke euch alle Sets unten, sowie das Bosch-Set, als auch das ENT-Set, als auch die Presch-Sets. Ich werde demnächst noch weitere Videos zu den Bohrern von Presch machen. Ich habe noch ein Steinbohrer-Set und auch ein Metallbohrer-Set. Das ist bestimmt dann auch nochmal interessant, sich anzuschauen. Ihr schreibt mir mal eure Meinung zu dem Gezeigten unten in die Kommentare. Sagt mir auch mal, ob ihr von dieser Marke schon was gehört habt. Vielleicht habt ihr das auch sogar schon zu Hause. Dann könnt ihr vielleicht schon einen Erfahrungsbericht abgeben. Das ist natürlich immer sehr, sehr interessant, auch für die gesamte Community. Wenn euch das Video unterhalten hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und sage bis dahin.